Und eine solche Welle nach dem gleichen Muster wie Schweinegrippe und Vogelgrippe, wo ja auch schnell was angeschafft werden muss, eine solche Welle rollt wieder auf uns zu. Und woher wissen wir das? Denn die Firma Bioport hat sich umbenannt und ich habe hier eine Investorenpräsentation, ja, vom Dezember 2017, also hochaktuell. Da preisen sie für Investoren eben an, was ihr Geschäftsmodell ist. Und ich kann es gar nicht besser halt sagen. Also das ist offizielles Statement von der Homepage. Das ist offizielles, Von ja. dem Hersteller des Impfstoffs. Genau. Und da sind immer noch Privat. halt die gleichen Leute und Sachen halt investiert, ja, Carlyle Group und. Die gleichen, die davon halt schon profitiert haben, die ja auch mit Hilfe von Bruce Evans sogar halt den Impfstoff halt aufgebessert Ja, der haben. sich halt umgebracht hat. Genau, so wie Sebastian Vettel das Genau. Fahrrad. Und hier beschreiben Sie es wunderbar, wie das Ganze abgeht, und aber eben für heute. Wie gesagt, Stand Dezember 2017. Sie schreiben hier Government Focus. Wer sind die Kunden? Da haben wir die ganzen staatlichen Stellen, also USA, Deutschland, Frankreich wird da halt eben genannt auf diesem Slide. Dann sagen Sie, wie groß ist der Markt? US Government Biodefense Market ist 13 Milliarden. Da kann man sogar in Stand Mitte von Essen gehen. 2010, ja, dazu, also viel Geld vom Steuerzahler. Dann schreiben Sie auch hier Key Stakeholders and End Users for our Products. Haben Sie das hübsch? Haben Sie aufgeführt Legislators, Military Personnel, Medical Professionals and First Responders. Also die sollen das bekommen. Die sollen das bekommen. Da Die müssen weiß man, durchsetzen, dass die es bekommen müssen. das sind die verpflichteten Endverbraucher der neuen Impfkampagne. Schön, der verpflichtete Endverbraucher. Und Sie haben hier, ich hätte es besser nicht halt schreiben können, haben Sie auch sozusagen Eine Timeline? die Timeline oder den Businessplan dann auch geschrieben. Hier, from Assessment to Deployment, Customer Evolution. Ne? Und das fängt an mit Threat Assessment. Da haben Sie hübsche Bücher hier wie War Games noch Ja. mit aufgeführt. Also man muss erst sozusagen Die die Bevölkerung Angst schüren schüren. und sensibilisieren, das muss ein Genau. Anlagegehirne sein. Das ist Punkt 1. Man muss also sozusagen erstmal die Angst schüren. Zweiter Punkt ist hier ist Policy Development. Man muss also Lobbyisten hinschicken, zu sagen, hier, ihr müsst unbedingt was tun, ihr Vielleicht auch mit einem Politiker. kurzen Ausschnitt aus dem Film. Es gibt es ja alles schon in Hollywood. Genau. Dritter Schritt ist hier Operations Planning. Dann muss man halt das in Gesetze und Vorlagen eben bringen. Hier hübsch halt EU-Flagge und das Parlament ist hier, EU-Parlament dort gezeigt von der Company. Viertens ist Budget Allocation. Jetzt muss man dafür noch ein Budget schaffen. Das heißt, das Parlament muss sagen, Brauchen auch die wir. Landesparlamente, ja, wie in Thüringen zum Beispiel, das ist hübsch halt noch on record, dass sie halt richtig viel Druck haben, um jetzt, und das ist der nächste Schritt, Procurement, um halt bei denen zu kaufen. So wie bei Schweinegrippe und Vogelgrippe. Herr Schöning, damit ich das jetzt kaufe, weil da werden ziemliche Summen aufgerufen, die ja woanders auch schon fehlen, wenn ich sage, okay, das Geld, was da rein ist, das muss ich ja irgendwo rechtfertigen. Also das Einzige, was mir da spontan einfällt, vielleicht passiert mal wieder was. Das ist genau die Sache und davor möchte ich halt warnen, dass wenn etwas wieder passiert, sowas ähnliches wie halt Schweinegrippe, Vogelgrippe, das hatten wir, wenn wieder sozusagen die nächste Bio-Anschlagsau durchs Dorf getrieben wird, möchte ich einmal flapsig sagen, dann sollte man sehr genau prüfen, wie sind die Fakten und wer ist investiert in die Unternehmen, die davon profitieren. Also wer liefert sofort? Wer ist Richtig. sofort in der Lage zu liefern und ich Genau. kann euch helfen? Und der Hauptlieferant ist eben Emergent BioSolutions, jetzt ein Milliardenunternehmen mittlerweile, hat den Impfstoff BioTrax, hier schreiben sie es. Sie haben auch andere Sachen, neue Sachen halt in der Pipeline, ist hübsch beschrieben. Und jetzt Falls kommt, was noch Schlimmeres kommt. ja, es kommt, und jetzt kommen sie sogar was Neues, denn Impfstoffe sind ja dafür für die Prävention, damit die Krankheit das gar nicht ausbricht. Was ist aber, wenn schon Leute infiziert sind? Jetzt brauchen sie etwas zum Therapieren, zum Behandeln. Und dazu hat man jetzt neue Antikörper entwickelt. Man kennt das aus der Krebstherapie. Ja? Diese Antibodies Therapeutics Business Unit hat BioSolutions jetzt auch. Ja? Und da kann ich nur den Namen Michael Reconostuto erwähnen. Das ist so der Edward Snowden der 80er Jahre. Und der hat schon damals halt aufgedeckt, dass halt monoklonale Antikörper
entwickelt worden sind. Also diesen Namen kann man extra noch recherchieren, Michael Reconosciuto. Auch wieder Verbindung zu Dr. Earl Brine und Edwin Meese. Mhm. Das haben die also in der Pipeline. Antibodies zur Therapie und halt Vaccinierung. Sie haben sogar auch den B2C, den Consumer Market, nicht vergessen. Hier schreiben sie sogar, oh, wir haben jetzt auch Produkte, die wir über Amazon, ist kein Witz, auch noch vertreiben. Mhm. Und zwar hier auch haben sie was im Angebot, so ein Antinervengift. So ein Stick, den man sich so in den Oberschenkel reinhaut. Sehr gut halt beim Skripal zu verwenden. Ja. Genau die Sachen. Sollten sie immer dabei haben. Sollte man immer dabei haben. Mhm. Gerade wenn man in der Gegend halt, wo dieser Fall Skripal passiert ist, wenn sie in der Nähe halt von Porton Down sind. Ja, bevor Salisbury ist. Genau, lieber. Aber Herr Schöning, was Sie hier eben auch als Geschäftsmodell ja offenlegen, das ist, da saugen Sie sich ja nicht aus den Fingern und sagen, so würde ich es machen, sondern das ist ja offizielle Lesart. Ja. Was jetzt fehlt, ist ja das, was Schreckliches passiert, also so ein Anschlag. Man weiß ja nie, was ein Terrorist macht. Und dann sollte man sich jetzt eigentlich schon eindecken oder sich auf seine Regierung verlassen, dass die auch ganz schnell wissen, wo man einkauft, weil das muss ja dann schnell raus, weil wenn das Zeug erstmal in der Luft ist, dann braucht man ja ganz schnell was. Genau. Und dann würden auch die Kassen klingeln. Richtig. Und die Timeline können Sie eben sehen. Das dauert halt lange, bis Sie halt diese Impfstoffe und diese Sachen halt zugelassen haben. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade in den letzten Jahren sind diese Antikörper in Deutschland zugelassen. Das heißt, ab jetzt kann man damit Geld verdienen. Wenn man das Business halt kennt, weiß man, jetzt muss noch die Salesforce, also die Verkaufsmannschaft, muss noch aufgebaut werden. Das dauert auch. Wir sind also jetzt gerade in der Phase, wo es anlaufen kann. Mhm. Und das Killer-Chart ist hier das letzte Chart, dass sie zeigen, wohin wollen sie. Und das, was sie wollen, ja, steht hier direkt. Sie sagen, wir haben heute einen Umsatz von $540 Millionen. Ende 2017. Übersichtlich, wenn man sich den Pharmamarkt anguckt. Genau, eine halbe Milliarde haben wir, ja, nur in diesem Unternehmen. Und wir wollen 2020, Target 2020, wollen wir zu einer Milliarde. Das heißt eine Verdopplung. Nochmal 500 Millionen. Und jetzt muss man sich fragen, Sie haben es gerade auch gestellt, wie kommt man dahin, dass dieses Unternehmen, welches halt hauptsächlich Anthrax-Impfstoffe und Anthrax-Antikörper hat, auch gegen ein paar andere Krankheiten. Die besten Kontakte hat in die Regierungskreise der USA, zu privaten Laboren und in der Vergangenheit sehr intensiv Revolving Door-Politik betrieben hat. Wie schafft man das, dass man da vielleicht so einen kleinen... Genau, und das muss man sich eben fragen. Aber das ist genau der Plan, nicht? Den sie den Finanzanalysten ja hier schon zur Verfügung stellen, Ende 2017. Die sagen halt, okay, wir kommen jetzt dahin, nochmal 500 Millionen, was wir aus der ganzen Geschichte vorher halt, bisher auf dem Stand sind wir jetzt, aber in 2 Jahren verdoppeln wir das auf 1 Milliarde. Wie kommen wir dahin? Würden Sie sagen, uns steht ein False-Flag-Anschlag bevor, also ein biochemischer Reichstagsbrand? Das ist leider, sowas Ähnliches ist leider halt zu befürchten oder zu prüfen. Und warum ich mich auch deswegen auch halt hier so exponiere, ist es eben zum einen die Vergangenheit, einfach nur naturwissenschaftlich glasklar aufzudecken, aber auf der anderen Seite eben auch eine deutliche Warnung auszusprechen, dass diese Institution, diese Firmen und auch die gleichen Leute immer noch halt am Ruder sind und genau diese Sachen planen. Und wenn man halt sich auskennt in diesem Business und die richtigen offiziellen Dokumente halt zusammenführt, dann sieht man, das ist der Plan. Und jeder muss sich fragen, wie kommen sie dahin? Und da haben sie eine Möglichkeit halt gerade genannt. Und ich kann nur halt jedem Gewerkschafter Polizei, der Rettungsdienste, Feuerwehr, kann ich nur halt dazu anraten, genau diese Fälle zu studieren, bevor sie halt die Empfehlung geben an ihre Schutzbefohlenen, lasst euch impfen. Denn wenn erstmal so etwas da ist, so plötzlich wie Schweinegrippe, nicht, und Vogelgrippe, so eine Hysterie, wo dann Tamiflu gegeben werden muss. Und ich habe selber meinem eigenen Kind sogar das gegeben, ja, weil ich das auch nicht wusste, wer dahinter steckt,